trotzdem schon Restzeit. Das ist eine sehr entspannte Tour. Vor allem, wir fahren keine LKW-Batterien, sondern wir fahren einen leeren Container-Trailer, so gesehen, zurück. Die sind schließlich hier auch mit drin. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht ganz genau, unter welcher Kategorie das jetzt gerade fällt, aber ja. Ich gucke vielleicht mal nach. Oder auch nur vielleicht. Weil ich versuche nachzugucken, möglichst schnell. Unter welchem Modpack das sein könnte. So, da das X, da drunter. Funktioniert. Sehr gute Frage. Wird wahrscheinlich unter. Gut, ist die Frage: Gooseneck oder Flatbed? Das ist ja ein Gooseneck. Könnte unter dem Gooseneck-Pack sein. Beziehungsweise fallen. Wie dem auch sei, lang genug gequatscht. Wir fahren jetzt einfach mal los. Kommen wir hier überhaupt hier raus? Ja, ne? Ja, das ist der einzige Weg. Ach, ich erinnere mich noch dran, wie ich hier in Staffel 3 mit einem PDF dann da gespawnt und erstmal nicht rausgekommen bin, weil das Ewigkeiten gedauert hat. Günstig ist halt echt, dass das Spiel unbedingt auf dem Monitor laufen wollte, wo ich die Helligkeit nicht überschrauben kann. So bei den Kontrast. Das Einzige, was ich schade finde, wir fahren zwar leer, aber wir fahren halt trotzdem 24 Tonnen. Das ist der leere Trailer, wiegt 24 Tonnen, so gesehen. Was halt sehr schade ist, aber ist halt so. Weiß ich nicht, ob man das in der Mod oder mit Modden und so weiter hätte einstellen können, dass es halt, dass man den halt einstellt auf, weiß ich, 2 Tonnen oder sowas. So dass man das Gewicht einfach anpasst, aber ist halt wie es ist. Wir fahren halt einfach nach Oslo, Maxilla Trans, die brauchen halt einfach einen leeren, ja, Gooseneck Trailer, nenne ich jetzt einfach mal Gooseneck bzw. Container Trailer. Weil sie keinen mehr haben und sie brauchen einen für eine weitere Fracht, die sonst wohin muss. Ich wollte gerade sagen, der Renault Magnum hat keinen Retarder drin, aber also. Das ist irgendwie immer wieder schön hier durchzufahren. Ist das die echte Farbe oder ist das eine verbuggte Farbe? Ich glaube, das ist wieder ein Bug durch den Mod. Ich meine, das war ja damals auch so. Schönes Sinn.
runterfallen wir aber noch lange nicht. Wir haben noch lange nicht genügend Kohle. Ja, gerade mal 7000. Oh Gott, oh Gott. Das ist noch ein weiter Weg, bis wir wieder da sind, wo wir mal waren. Vermutlich 23 Folgen. Plus, minus. Versteht sich. Wobei, halt, wenn er schon Fahraufnahme hat, dann geht das eigentlich schon klar. Wobei die Strecke nach Osten halt auch schon relativ flott ist. Der hat zwar auch so langsame Passagen wie jetzt. Einfach weil es halt auch hügelig ist, aber hat keine. Nicht wirklich Ampeln, die einen komplett ausbremsen. Bis auf Baustelle oder so weiter. Oder so weiter, genau, und so weiter. Sind wir als dann auch nicht übel jetzt. Ah, war schon zu früh. Hochschalten. Da kann man eigentlich wieder unterschalten. Das ist halt unrealistisch, was wir jetzt hier gerade machen, aber ist halt wie es ist, ne? Da frage ich mich ja auch echt gerade so, wo ich daran denke, ob das halt in den neueren Versionen, wo man halt ja auch eigene Trailer sich quasi kaufen und kreieren und basteln kann, wie das denn ist, wenn man einfach nur so rumfährt, ob dann die Trailer ein Eigengewicht haben oder ob die Trailer quasi auch leer ein volles Gewicht haben, ob sich da die Physik halt anders verhält. Das Ganze erstmal hier auf dem 9. Gang. Um nicht unnötig viel Geschwindigkeit aufzubauen. Jetzt haben wir noch ein bisschen von der Motorbremse, das war nicht wirklich, aber quasi eine Getriebebremse. Oh, falscher Zeitpunkt. Also versuchen wir mal halt wirklich nur mit dem Tempomat und damit halt auch mit dem automatischen Retarder, um es mal so zu formulieren, uns runterbremsen zu lassen. Und halt wirklich nur eingreifen, wenn es teuer werden könnte. Musst du nicht mal eingreifen, wie geil. Ja.
Ja, da war ich mit dem Kopf, im Geiste schon ein bisschen weiter voraus. Und das geht wieder bergauf. Aber wir sind fast in Oslo. Fast in Oslo, krass. Das ging ja fix. Das geht ja richtig fix. Ja gut, aber wir sind ja auch noch nicht sonderlich weit, was jetzt die Erlaubnis betrifft, weite Strecken zu fahren. Von daher ist das eigentlich schon relativ in Ordnung. Ich habe auch fast das Gefühl, dass ich zu leise bin im Gegensatz zur Ingame-Audio. Ja, auch riskant. Merke doch schon, dass man halt. Gut, er hat ja auch nicht so viel Power, aber er kommt halt nicht aus dem Quark, wie er sollte. Müssen wir jetzt hin? Wie müssen wir dahin? So rum, okay. Auch sehr schön. Ist das schöner am LKW oder ist es im LKW drin? Also ist es offiziell im LKW drin. Alter, okay, in Ordnung. Okay, ja, LKW-Batterien in Anführungszeichen von Soße nach Ausland geliefert. 3046 Euro, 128 Erfahrungspunkte. Da sind wir schon fast eine Stufe weiter.